Gut, jetzt machen wir weiter. Und ich benutze zum einmal mal Neo-Jitsu-Ren. Oder wie auch immer man das ausspricht. Einmal zack. Die sind eh stealthed. Ja, super. Ach, der auch! Das hatte ich ja ganz vergessen. Ups. Aber zumindest der kriegt durchgehend Schaden, wenn ich irgendwas angreife. Weil eh immer alles Schaden bekommt. Mach ich einmal das. Natürlich die Ice Wall. Dann einmal das. Und dieses Mal den hier. Das hätten wir schon viel länger erledigen können. Hätten wir einfach die richtigen Züge getroffen. Aber gut, nehme ich das. Tensile Block. Fly once done. So, zack. Der ist erstmal aus dem Weg. So. Jetzt brauchen wir nur noch eins von denen. Ah, wir hätten eh welches bekommen. Gut. Wir brauchen aber definitiv mehr Frostattacken. Bisschen Schaden anrichten, ah, das hätte ich vorher nehmen sollen. Na gut, das ist halt so. Das können wir uns schenken. Da behalten wir noch drei Energie hier. Mehr Frost. Ah, verdammt, das hätte ich jetzt zuerst nehmen sollen. Und Schlitzen. Immer, immer Schlitzen. Ganz viel Schlitzen. Oh, wir sind sogar wieder voll. Einmal das hier drauf. Dann erstmal die Hidden Weapon. Na komm, auch nochmal drauf. Und Schlitz. So, gut. Oh, okay. Der ist irgendwie schnell gestorben. Shadow Partner ist nicht schlecht. Nochmal ein Shadow Partner. Ups, eigentlich hatte ich es nicht unbedingt beabsichtigt. Aber gut. Unknown. Bottom Drawer. Top. Middle. Verdammt. Es gibt so eine geringe Chance, dass da was drin ist. Und ich dachte, es ist immer in mindestens einer der Schubladen irgendwas drin, aber verschätzt. Jetzt habe ich schon mal den Levitate-Effekt ausgepackt. Wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen. Ich hätte vielleicht irgendwas anderes vorher ausgepackt, keine Ahnung. Gebackt. Behalten wir. Alles kommt mit. Raus mit. Es kostet ja nichts. When your hand is full, abilities your overdraw are banished instead. Okay, nicht gut. Die Hidden Weapon natürlich. Zack. Oh, verdammt. Es dürfen jetzt aber nicht zu viele werden, ne? Ein bisschen zurückhalten hier. Lunar Ray. Oh, der könnte stark sein. Ja, gut. Ist relativ stark. Verdammt, was ist denn hier los? Warum kriege ich denn so viele Karten? Hat es. Ich frage mich, was hier los ist. Mal True Sight würde ich noch ganz gerne nehmen. Das hier aber auch irgendwie ganz gerne. Ich muss mich auch irgendwann mal verteidigen. Verdammt! Warum wird das denn immer mehr? Blitz. Mann, jetzt ist schon. Meine halbe Hand hier weggebannt. Das reimt sich sogar. True Sight nehme ich das auch nochmal mit. Aber es wird ein bisschen viel. Ehrlich gesagt, ich bin gerade so ein bisschen verwirrt. Verdammt, was ist denn da noch alles los? Luna Ray kostenlos. Es wird nicht weniger. Was ist denn hier los? Blitz und. Ah, verdammt, Blitz! Okay. Okay, das ist auch nicht schlecht. Das war jetzt irgendwie komisch, ehrlich gesagt. Das war nicht so schlecht. Hätte ich hier noch den Icy Touch. Ich hab nicht. Verdammt, mein Touchpad! Ich hab meinen Ellenbogen auf dem Touchpad. Und deswegen habe ich gedrückt. Na, verdammt. Whenever you deal an. Okay. Ah ja, ich hab da immer gelesen, whenever you get. Take damage. War. Broken Rune Blade ist auch nicht schlecht. Man kriegt halt so viel Geld und alles ist billiger. So, gut. Nehmen wir das auch noch mit. Alles Rinne. So, und dann sind wir schon beim ersten Boss. Was bedeutet, wir sollten jetzt nicht alles an Karten schon raushauen. Was wir haben.
Bisschen was wird gehen, aber nicht allzu viel. Auch nicht das. Bloß kein Healing Water in der ersten Runde von diesem Typ hier benutzen. Weil der klatscht sonst. Also der klatscht sonst eure ganzen Effekte hier weg. Und das ist nicht gut. Das bringt uns halt gerade gar nichts. Jujitsu Ren, bisschen Frost. Und ehrlich gesagt, ja komm, nehmen wir das auch noch mit. Shadow Partner kann ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht brauchen. Aber in der letzten Runde hatte ich irgendwie ein bisschen bessere Karten, muss ich sagen. Als ich das letzte Mal ausprobiert habe. Da bin ich sogar bis zum Endless Loop 3 gekommen und habe die Gegner halt zerrissen. Also es war absolut kein Vergleich zu dem, was jetzt läuft. Dann komm, Hidden Weapon. Apply, okay, zack, zack, drauf, drauf, alles drauf. Das ist nicht gut. Nicht gut für unser Deck. Immer Schlitz, Schlitz, immer Schlitz. Die sind jetzt eh alle weg. Oh, und jetzt können wir praktisch keine Effekte mehr draufhauen, weil jetzt ist alles, was wir hier haben, weg. Deswegen niemals ein Healing Water benutzen. Weil jetzt wird's lustig. So. So ein bisschen Weakness. Und ich denke, das war's jetzt. So, das ist ein bisschen Schaden, da kann ich einstecken. Ich habe ein bisschen Regeneration in der Tasche, in der Hose. Oh. Kann stark sein. Na komm. So. Alles auf eine Karte. Ich dachte, vielleicht kann ich ihm so krass viel Schaden zufügen, dass er direkt auseinandergenommen wird. Oh verdammt, ich hätte noch eins platzieren können. Verdammt. Jetzt brauche ich ein Healing Water. Einmal das. Einmal das. Nochmal Stunt. Und tschüss. So, und voll geheilt bin ich jetzt auch. So, jetzt nehme ich mal Intellekt mit und ein bisschen das hier. Ah, das ist nicht unbedingt so gut. Nehmen wir das hier mit. Und jetzt gehen wir hier in den Endless-Modus. Und jetzt machen die hier, die ganz normalen Gegner, halt schon 8 Schaden. Und boah, das. Oh, verdammt, das hätte ich doch gar nicht machen müssen. Ach egal, komm drauf mit. Das auch noch am besten. Ich benutze auch gleich mein Healing Water. Ich habe das immer so gern als Reserve offen, dass ich mir praktisch nochmal ein bisschen Schaden erlauben kann. So, was fliegt denn hier die ganze Zeit weg? Habe ich schon 2 Shadow Partners? Hä? Fliegt der andere immer weg? Oder ist es so ein böser Zauber? Ist jetzt aber auch erstmal egal. Kommt das drauf und Hidden Weapon. Oh. Zack, zack. Schlitz, Schlitz. So, das und das hier ist vor allem sehr, sehr gut. Allgemein, diese ganzen Karten sind immer gut. Das ist aber schmerzhaft. Aua. Aua. Komm, das drauf. Gut. Schaden. Haben wir erstmal. Ist erstmal Schluss mit Schaden. Dann hier noch ein bisschen Schlitzen. Oh, okay, schon weg. Und dann hier die Grasland-Elite. Die ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. Weil ehrlich gesagt, ich würde es hier ganz gerne sehr viel ausspielen. Und ich komme damit sogar auf die 11. Das habe ich mir ehrlich gesagt gedacht. So, das auf jeden Fall. Und dann noch das. Die ersten Runden sind immer so Vorbereitungsrunden, aber das wird absolut nicht lustig. Definitiv regenerieren. Und das. Ui! Das ist nicht so lustig, aber es macht viel Schaden. Und das ist auch nicht lustig. Ah! Das hier kann uns eigentlich relativ egal sein. Zumindest jetzt gerade. Einmal Healing Water, einmal Schlitz, einmal nochmal Schlitz und dann. So. Jetzt haben wir eine Energy mehr. So. Ausspielen, ausspielen und ausspielen. Das habe ich deswegen gemacht, damit ich zum einen mehr Block bekomme. Das ist so ein netter Nebeneffekt davon, wenn ich irgendwas ausspiele. Einmal Trip. Das hätte ich nicht machen brauchen, ne? Verdammt, na egal.
Jetzt haben wir ein bisschen mehr übrig. Das wäre ganz lustig, aber auf jeden Fall das hier und das hier. So, das tut es zwar ein bisschen weh, ist aber einstecken und jetzt ist er eh weg. Ach ja, da kommt ja noch was, ne? Jetzt haben wir auf jeden Fall hier schon mal Skill Points. Flatback wäre auch nicht schlecht gewesen, aber Soulbind ist auch cool, weil da praktisch die Seelen aneinander gebunden werden. Wenn er mich haut, selbst wenn ich das blocke, ist es weg. Das ist einfach ziemlich lustig. Für die nicht, aber für mich. Raus mit. Ach verdammt, ich habe ja Energy next turn. Ich hätte das nicht raus. Ah, oh, verdammt. Ja, noch bin ich etwas ungeübt. Aber ich arbeite dran. Oh. Wenn ich, damit kriege ich sie beide weg, glaube ich. Ach, verdammt. Ah, okay, gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Der ist auch nicht lustig. Zumindest nicht in der ersten Runde. Regenerieren am besten. So. Ja, weil jetzt macht er schon 10 Schaden. Das auf jeden Fall. Am besten noch das, damit wir hier so ein bisschen. Zack. Eine Regeneration habe ich auch noch in der Hinterhand. Bisschen Stärke, das drauf, das drauf. Soll die Regeneration noch ein bisschen nutzen, bevor sie weg ist. Dann das. Und das hier. Immer Healing Water. Er kriegt aus irgendeinem Grund erst Set Schaden. Wahrscheinlich, weil ich irgendwelche Dinge wieder benutzt habe. So. Ich habe noch nicht Reserve Energy, ne? Aber ich kriege Block. Je mehr in meinem Draw Pile, in meiner Hand hier übrig bleibt. Heißt nochmal Healing Water. Das hier. Das und dann auch das. Kommt so, zack. Sind die nämlich wieder drüben. Das ist auch nicht schlecht. Verdammt, warum habe ich so viele Shadow Partners? Raus mit. Verdammt, ich hätte noch einen Shadow Strike benutzen können. Aber gut, benutzen wir das, machen wir das, und das, das und am besten noch das. So. So, sehr schön. Corrupted Blood. Ach ja, das war ja das noch. Nicht gut. Aber wir kriegen ihn mit der Attacke jetzt schon weg. Oh. Magic Barrier, aber gilt nur für eine Attacke. Ach ja, das ist das andere. Freezing Trance. Jetzt muss ich mal gucken. Das dupliziert dann, wenn ich das zweimal habe. Aber Stärke ist mir, glaube ich, ein bisschen wichtiger. Das war auch ganz lustig. Aber ich glaube, jetzt gehe ich ein bisschen. So. Das bedeutet jetzt, dass ich einen Schaden, den er mir geben würde, ist praktisch immer weg. Egal was passiert. Also, egal wie viel dieser Schaden ist, aber nur einmal. Bedeutet, ja komm. Machen wir es so. Ist die jetzt weg? Nee, ist die nicht gut. Das heißt, ich muss jetzt noch nicht mal irgendwas ausspielen, um ihn abzublocken. Aber ich habe gar nichts anderes. Na doch, aber das bringt mir aber halt rein gar nichts. Ich meine, irgendwo muss ich es auch nutzen. So, zack. Dann kommt das hier. Nochmal Stärke drauf. Und dann wird es lustig, weil jetzt machen wir halt richtig dick Schaden mit 4 Stärke. Er hat 6. So, jetzt habe ich auch 6. Bedeutet dann, man baut immer so seine Stärke auf, sozusagen. Nach und nach. Und einmal das, einmal das. Und dann kriege ich nochmal 5 wegen denen. Und nach wird das Ganze hier. Na, nett. So, jetzt habe ich nochmal 3 zufällige. Habe ich denn hier drin? Ehrlich gesagt, ich würde das nutzen. So, so und so. Jetzt habe ich nämlich 8 Stärke. Dann benutze ich nochmal Healing Water. Ah, was? Ich hatte scheinbar irgendwas, was so irgendwie verhindert. Schlecht. Ehrlich gesagt, ich würde mir ganz gerne ein bisschen was an Energie aufheben, um im nächsten Zug richtig reinhauen zu können.
Nehmen wir das. So. Und jetzt haben wir hier 5 Energie. Das ist schon mal besser als nichts. So, also ihr seht, wie viel Schaden ich mache mit 9 Stärke. Das ist praktisch unschlagbar. Ah, das auch nochmal. Dann kriege ich Doppelblock und hier nochmal Doppel Soulbind, damit wir praktisch alle irgendwie auseinandernehmen. Fisch, der ist nett. Der ist auch nett. Ah, das sind alle nicht schlecht, ne? Aber ich habe halt nur. Ich habe. Oder? Die kann ich mir alle. Nee, kann ich nicht. Ich kann die mir nicht alle leisten. Da bin ich mir relativ sicher. Nee, wegen 10. Wegen 10 Euro kann ich mir die nicht alle leisten. Also entweder das. Ehrlich gesagt, ich würde den und den nehmen, weil der ist jetzt nicht unbedingt so gut. Dadurch, dass ich mir das Healing Water auch noch mitnehmen würde. Oder wisst ihr was? Wir machen das, das, das. Und dann nehmen wir noch den Fisch hier mit. Und dann, ach gut, wir haben den Honig. Der Honig ist gut, weil am Ende kriegen wir dann nochmal 5 zusätzlich zum Healing Water. Und jetzt wieder die gute alte Aufbaurunde. Block, ja, und ein bisschen Schlitz. So, das bringt mir jetzt rein gar nichts. Hätte mir lieber aufgehoben. Also, ihr seht, ich muss noch ein bisschen was dazulernen. Aber ich denke, das wird mit der Zeit. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass unser Charakter hier überlebt. Und darum benötigen wir Levitate und das gute Feuerwasser. Oh, wir kriegen noch nicht mal Schaden. Nett. Also in dem Fall ist es tatsächlich wirklich lustig, so viele Effekte zu haben. Und in dem Spiel ist es so, viel hilft viel. So, alle weg. Ah, das hat jetzt die Magic Barriere getroffen. Ich dachte, ich krieg ja noch Block. Na gut, dann halt nicht. Einmal Stärke, einmal das kostet ja alles nichts. Nee, nicht den. Den hier. Und dann nochmal den hier. Und den Rest, den da kommt Bruce Zeit auch noch, weil das ist dann besser, wenn wir mehr Energie haben. So. Kriegen alle hier 6 Schaden, wenn sie mich angreifen, auch wenn ich das abblocke. Jetzt haben wir 5. Das ist nicht schlecht. Machen wir so. Dann machen wir nochmal so. Dann ist der schon mal weg. Sind die nicht mehr stealth. Und jetzt hat er hier Vulnerable. Und plus nochmal so eins. Oder ist es davon? Ich glaube, es ist davon. Und jetzt holen wir ordentlich was raus. So, so. Und bumm. Haben wir hier noch was Lustiges drin? Nee, nee, machen wir nicht, machen wir nicht. Hebe ich mir auf. Weil wir hätten es eh nicht ausspielen können. So, einmal parieren. Glitz, Glitz und Schlitz. Und den Rest heben wir uns wieder auf. Das war ein sehr billiger Zug. Zack. Und den auch noch. Also, wie ihr seht. Später wird man einfach bisschen stärker. Aber nur ein kleines bisschen nochmal Soulbind. Ja. Ehrlich gesagt, oh, ein Glück habe ich mir nicht gekauft. Oh, das wird jetzt schmutzig. Ehrlich gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange durchhalten, aber die nächste 20-Minuten-Folge ist schon voll. Also wir sehen uns gleich wieder.